Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem ersten Teil zum Blutdruckmessgerät Cardioarm. In diesem Teil wollen wir uns einmal anschauen, was wir alles in der Verpackung des Cardioarm so finden. Und beim ersten Blick auf die Verpackung ist mir schon eins aufgefallen. Hier ist die komplette Bezeichnung, die komplette Beschriftung in Englisch. Und laut der Verpackung oder beziehungsweise was die Werbung betrifft, weist hier erstmal nur alles darauf hin, dass das Ganze mit iOS-Geräten funktionieren würde. Das stimmt so aber nicht. Es gibt auch eine Android-App, mit der das Ganze funktioniert und die ich auch später nutzen werde. Aber hier laut Verpackung, wer das Gerät vielleicht irgendwo im Laden stehen sieht, könnte man denken, nur Apple-Produkte sind möglich. Komisch ist, und das werden wir auch gleich sehen, dass wir hier nur englische Sprache finden. Denn auch die Betriebsanleitung bei diesem Produkt ist vollständig in Englisch. Das heißt, so gewisse Grundkenntnisse der englischen Sprache helfen hier ungemein. Aber eine Betriebsanleitung ist dabei. Auch eine Anleitung darüber, wo ich alle weiteren Informationen herkriege, wo ich zum Beispiel die App herbekomme, natürlich dann entweder im Android Store oder im Apple Store. Ansonsten, das ist die Blutdruckmanschette. Ein relativ kompaktes Gerät, keine großen Schläuche dran, sondern nur eine Manschette und das weiße Messgerät. Wenn man das Ganze jetzt mal öffnet, dann ist das Gerät so, wie es jetzt hier ist, in dieser Form, vor allen Dingen, wenn man es zusammenrollt, ausgeschaltet. Das heißt, immer wieder, wenn man es fertig benutzt hat, sollte man es so zusammenrollen. Dadurch deaktiviert sich das Gerät automatisch und spart dementsprechend Strom oder Batterie. Hier an der Gehäuseseite, wo auch einmal dieses kleine Loch ist, gibt es die Möglichkeit, die Batterien zu wechseln. Das heißt, hier sind vier kleine Batterien integriert, die schon im Lieferumfang auch enthalten waren. Machen wir das mal wieder zu, auf die richtige Art und Weise. So. Genau. Und das war es im Endeffekt zum Packungsinhalt. Was wir jetzt als nächstes brauchen, ist die App, die wir auf folgender Internetseite auch finden können: getcardio.com. Dort finden wir auch weitere Informationen, welche Handys zum Beispiel verwendet werden können oder auch nicht. Aber prinzipiell ist es so, entweder ich habe iOS 7.0 oder neuer oder ich habe Bluetooth 4.0 und dann sollte das Ganze eigentlich kein Problem sein. Aber das schauen wir uns jetzt gleich mal im zweiten Teil an. So, für die Nutzung braucht man die App und wenn man die App startet, muss man sich hier zunächst erst einmal registrieren, einen Namen hinterlassen und auch eine E-Mail-Adresse. Man richtet sich also ein Benutzerkonto ein und dann speichert die App auch alle schon durchgeführten Messungen und man kann die sich im Verlauf angucken oder wenn man möchte, man kann die auch seinem Doktor schicken. Das heißt, über eine einfache E-Mail-Funktion kann ich dann hier meine Blutdruckwerte an meinen Arzt schicken. Und der kann die dann für mich weiterverwenden und auswerten. Und wenn ich mal jemanden anderen da habe, der zwischenzeitlich messen kann oder messen möchte, kann ich den Besuchermodus aktivieren. Und dann werden diese Messungen in dem Verlauf zu dieser Person hier nicht gespeichert. Das heißt, ein Benutzerkonto gleich eine Person und alles weitere da bräuchte ich dann ein weiteres Benutzerkonto. So. Ich werde hier jetzt durch die App aufgefordert, einmal Bluetooth zu aktivieren und ich lasse das auch zu. Gleichzeitig öffne ich einmal die Manschette, damit das Gerät auch angeht. Dazu ziehe ich hier einfach an diesem Cardio-Sticker, Cardio-Bändchen und mache die Manschette auf. Und schon sehen wir, das Aufziehen hat dazu geführt, dass hier der Start-Button entsteht. Und ich könnte jetzt die erste Messung durchführen. Wichtig dabei ist, dieser Schriftzug sollte ca. 2 cm oberhalb der Ellenbeuge am Arm angebracht werden. Das tue ich hier einmal bei mir. Der Arm sollte auf Herzniveau sein.
Und bevor wir aber das machen, gucken wir uns noch einmal die Einstellungen an. Hier gibt es nämlich ein paar interessante und wichtige Sachen. Also einmal kann ich während der Messungen, wenn ich möchte, mir eine Fotodiashow meiner eigenen Fotos auf dem Handy anzeigen lassen. Wahrscheinlich damit die Wartezeit nicht zu lang wird. Naja, eine kleine Spielerei. Dann kann ich mir aussuchen, ob ich ein, zwei oder drei Messungen hintereinander durchführen lassen möchte. Aus diesen drei Messungen werden dann auch der Durchschnitt gebildet. Und ansonsten kann ich hier noch Places aktivieren, das heißt, die App speichert auch den Ort, an dem die Messung durchgeführt wurde. So, wenn wir dann mit den Einstellungen fertig gehen, gehen wir auf Blutdruck und wir lassen die Manschette einmal meinen aktuellen Blutdruck messen. Dauert jetzt einen Moment und jetzt hört man, die Blutdruckmanschette pumpt sich auf und wir sehen hier auch, auf welchen Druck die aufgepumpt wird, gerade eben. Und wir sehen hier einen Blutdruck von 129 zu 88 und einen Puls von 75. Also eigentlich medizinisch gesehen wirklich alles in Ordnung. Ein bisschen komisch dabei ist, dass die App jetzt hier anzeigt, dass ich schon in einer prähypertonen Phase bin. Naja, wer weiß, ob das so genau stimmt und ob die Ergebnisse so genau sind. Das überprüfen wir jetzt gleich nochmal im Vergleich mit einer manuellen Messung. Bis später. So, und nachdem ich nun einmal eine Messung mit einem herkömmlichen Blutdruckmessgerät durchgeführt habe, muss ich auch ganz klar sagen, dass die Blutdruckmanschette hier jetzt im Vergleich so mit ihrer Messung um 10 mm Hg höher lag als meine manuelle Messung. Also, ob da nicht so eine leichte Verfälschung drin ist, durch dieses Gerät kann ich jetzt hier so in der ersten Anwendung nicht ausschließen. Das wäre aber auch nicht deutlich verwunderlich, weil die meisten Blutdruckmanschetten, gerade diese kleinen Geräte, doch schon einen gewissen Fehler haben. Da reichen leichte Bewegungen oder Außengeräusche, um eine Störung zu verursachen. Das heißt, eine Verstörung in dem Sinne, das Gerät nimmt dann eines der Außengeräusche oder der Bewegungsgeräusche wahr als Blutdruckgeräusch. Und dadurch entstehen dann falsche Werte. Was wir uns jetzt aber noch kurz anschauen wollen, ist einmal, was kann man mit der App dann alles machen. Hier sind schon so einige Blutdruckmessungen mal durchgeführt worden. Und wie man sieht, die kann man sich dann hier einfach mal anzeigen lassen. Auf der linken Seite sieht man immer in Form von verschiedenen Farben, wie gut oder wie schlecht der Blutdruckmesswert war. Man kann sich das hier auch in so einem Diagramm anzeigen lassen. Über mehrere Tage hinweg kann man sich das jetzt hier Ansicht in Tagen, man kann aber auch Wochenansicht machen. Also das ein bisschen grafisch aufbearbeitet, wie die einzelnen Werte waren. Man kann sich das auch im Kalender anzeigen lassen. Man kann sich das nach Places anzeigen lassen. Und die Herzfrequenz kann man sich anzeigen lassen. Interessant ist, dass wenn das Gerät hier einen unregelmäßigen Puls bemerkt, diesen auch anzeigt, also es sagt mir nicht, welche Herzrhythmusstörung da vielleicht vorliegen könnte, aber es sagt auf alle Fälle hier, Benutzer, Anwender, pass mal auf, irgendwie ist dein Puls unregelmäßig, geh doch mal zum Arzt und lass das überprüfen. Das finde ich ganz wichtig, dass das Gerät das kann, denn so kann man auch zu Hause im Idealfall zumindest schon mal den ersten Schritt in die richtige Richtung gehen, wenn man dann ein solches Problem hat. Und sich dann Hilfe beim Hausarzt holen. Ja, das war es ansonsten erstmal so zu den ersten Durchführungen. Insgesamt muss man sagen, die Messung selbst ist ein bisschen fehlerbehaftet, zeigt eher ein bisschen zu viel an, zumindest jetzt, wenn ich mich selbst messen lasse. Das Gerät selbst ist super klein und super kompakt, also man sieht das. Die Verpackung selbst passt locker auf. Oder beziehungsweise passt locker in meinen Handteller herein. Ja, mehr ist das nicht. Das nimmt zu Hause nicht viel Platz weg.
Die App ist dafür immer nötig. Ohne App lässt sich keine Messung starten. Das muss man auch ganz klar sagen. Das Gerät ist sehr klein, sehr leicht, sehr kompakt, etwas ungenau. Die Daten sind sehr schön aufbereitet. Man kann die hier in der App gut verfolgen und wenn man möchte, wie gesagt, auch über eine E-Mail-Adresse an seinen Hausarzt versenden. Also so von der Grundfunktionalität her schon mal gar nicht so schlecht. Ist kompatibel mit Android, mit iOS, mit Windows Phone weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich hoffe doch auch. Also an sich eine wirklich nette kleine Geschichte. So, das war's zu meinem Video zum Blutdruckmessgerät CardioArm. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.